Und damit hallo und willkommen zu Bobby Zock an. Und zwar PS Plus Februar Angebot. Und zwar Rime. Und ja, mal schauen. Ich schaue es mir so ein, zwei Folgen an. Mal gucken, was mir vielleicht gefällt. Muss gleich sagen, vornherein, also begeistert war ich jetzt noch nicht davon. Aber gut. Wir sind hier anscheinend gestrandet und wir sind übelst kaputt. Bewegen uns mal voran. Ich kann springen, hocken. Schreien. Gut. Und das Laufen, das fängt da erst nach einer Zeit an, wenn man hier länger geht. Okay, hier ist... Hä? Was müssen wir machen? Gehen wir mal hier lang, vielleicht? Da ist auch nur Wasser. Ach, wir versuchen es einfach mal. Oh, schwimmen kann er schneller als laufen. Oh, geil. Also, der Download war irgendwie, glaube ich, 4 bis 5 GB groß. Also, ist jetzt nicht die Welt. Okay. Kleines Tutorial-mäßige hier. Ich denke mal, hier an den Ranken kann man bestimmt hochklettern. Natürlich. Das soll viel mit Rätseln verbunden sein. Glaube ich. Schauen wir mal. Kamera ändert sich. Wo steht er denn plötzlich? Gut, gehen wir mal weiter. Ah, geht bergab, da läuft er schon. Ist schon recht cool gemacht. Geht ja gerade bergab und dann will schnell laufen, aber ist noch nicht so gut auf dem Bein. So, jetzt läuft er wieder anders. Cool. Kleines Detail hier. Wo sind wir denn hier? Also anscheinend will er auf dem Turm. Dann gucken wir uns das mal hier in der Mitte an. Schweinchen, Ferkel! Was ist das? Ein Kuckuck. Man könnte links, man kann hier überall lang. Gehen wir erstmal eine Lücke. Könnte man da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Na, ich wollte es mal getestet haben. Da leuchtet was. Ah ne, das ist überall. Ein bisschen doof. Na, ist ein bisschen anstrengender hochzulaufen. Oh doch, da. Gehen wir mal hier links hin. Dieser Uiuiui, große Sau. Lässt du mich durch? Nein, tust du nicht. Na ja, klar, er möchte seine Babys verteidigen. Dann lassen wir das mal. Funktioniert also nicht. Da hinten ist was, aber das ist mir gerade zu weit weg. Au! Also der Controller hat hart vibriert, aber keine Ahnung, schadenstechnisch scheint da nichts zu passieren. Gut, dann gehen wir doch dahin. Gerade umentschieden. Oh, da steht jemand. Warte mal, ich konnte da schreien. Wie habe ich denn geschrien vorhin? Doch für ihn geschrien. Okay, bin verwirrt. Okay, darüber springen können wir wahrscheinlich knicken. Er schreibt nicht. Mann, oh! Okay, ich glaube, da komme ich nicht so einfach hin. Ich mag das Spiel jetzt schon nicht. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Irgendwie ist er noch nicht so... Kann er sowas? Tatsache. Na, ich kann's nicht. Ich bin zu doof. Ah, versuchen wir es nochmal. Kommen wir schon mit kleinen Jump-and-Run-Elementen. Na komm. Und zack. Oh, das war doof fast. Das wäre fast in die Hose gegangen. So, und jetzt bitte nochmal. Jetzt aber richtig. Hoch da. So. Okay. Hier sind noch mal Säue. Seid ihr auch so schlecht drauf? Nee, ihr seid am Futtern, ihr seid gut drauf. Baum? Hä?
Was soll ich denn jetzt? Ah, oh, Momento. Hilfe, jetzt folgen die mir alle. Kann ich ihn damit ein bisschen besänftigen, ablenken, weglocken? Guten Tag. Oh ja. Ey, ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen. Ich lenke ihn ab, oder? Komm, komm, komm. Yes. Cool. Hat sogar geklappt. Das war mal ein Zufall. Ach, jetzt schreist du da was. Und du? Da scheint es in diesen Kreis zu gehen, wo wir vorhin waren. Ja. Ah, okay, wir haben kleine Rätsel. Die wir halt zu diesen Säulen müssen. Was ist mit dem Schwein los? ja, kleine Rätsel. Und dann müssen wir diese Säulen aktivieren und dann scheint sich da unten vielleicht was zu tun. Ja, da ist eine Figur ist jetzt blau. Okay, müssen wir schauen. Gehen wir mal da vorne hin. Ob wir da rankommen. Oh, da kommen wir locker ran. Sehr gut. Das war wahrscheinlich eigentlich das erste Ding, was er nimmt. Na, gehst du da hin? Ich fühle, die hat was. Okay, das dauert ja echt ewig, bis das Ding ankommt. Sehen wir hier irgendwo eine Säule rumfletteln? Nö. Ah, jetzt ist sie erst angekommen da unten. Cool. Okay, dann das da drüben, was da auf dieser kleinen Insel war mit dieser Figur, da können wir bestimmt auch irgendwie hinkommen. Ich frage mich, ob man halt so springen kann. Aber gut. Passiert hier was? Hm. Okay. Es füllt sich auf. Dann gehen wir nochmal. Doch nochmal dahin. Vielleicht können wir ja doch darüber springen. Naja, süß gemacht ist es ja, also, ne? Ist halt für ein bestimmtes, ja, eine sehr bestimmte Gruppe geschaffen, würde ich sagen. Vielleicht können wir auch aus dem Wasser, aber ich glaube nicht, dass wir aus dem Wasser hochsteigen können. Naja, komm, wir werden es einfach mal testen. Nee, das wird nix. Au. Ah, wir können ja aber einfach hier hoch, wahrscheinlich. Oder? Nee. Da komme ich nicht hoch. Ich bin froh, dass dein Wasser einigermaßen schnell ist. Okay, das ist... Da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Hallo, da oben. Warte mal, können wir hier nicht hier unten reintauchen? Tatsache. Krass. Na, hoch. Können wir jetzt hier irgendwo raus? Na, komm schon. Nicht tauchen, sondern hoch. Ah, hier. Sehr gut. Und die nächste Figur. Hä? Sie sehen eine Person hin. Hm. Da hinten rechts ist der letzte, glaube ich. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Dunkel. Und hier ein Tag-Nacht-Zyklus? Oh, boom. Wie kommt man denn da hin? Oh, ein weiter Weg. Ja, die ganzen kleinen Säule sind ja cool.
Das Spiel kostet, glaube ich, angeblich im Store 40 Euro. Ob das gerechtfertigt ist? Okay, da kamen wir her. Ach du Scheiße, das ist ja auf irgendeiner Insel. Ich schau mal kurz, ob ich hier irgendwo. Hier können wir weiter. Ach du meine Güte. Oh ne, ich hasse sowas. Hui. Na gut. Was bin ich denn jetzt? Muss ich da. Und hä? Drüber kra. Ach du Scheiße. Okay, okay. Oh nein, dann das gehen. Und hoch. Warum sollte ich Kreis drücken? Ach, egal. Ui. Ah. Kommen wir da vielleicht doch hin? Hm, ganz schön windig hier oben. Oh, da ist schon wieder die Figur. Oh. Die scheinen mir den Weg zu weisen. Oh Gott, kommen wir da nochmal an? Ja. Das müsste der letzte gewesen sein. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen. Bloß nicht runterfallen. Sehr atmosphärische Musik. Da ist noch irgendwas extra hier. Man nicht da rankommen. Rüber springen auf jeden Fall nicht. Das bringt mir Kreisdrücken eigentlich. Ah, okay. Ganz nah am Rand und dann Kreisdrücken. Wie ich zu diesem extra Ding komme. Wir gehen erstmal zur Mitte, mal gucken, was da passiert. Oder in dem Moment ging das hier? Na, Tatsache. Oh. Was bist du denn? Hä? Okay, wir haben ein Viertel von etwas gefunden. Und du bist einfach nur da. Ja. Dann wollen wir mal zur Mitte gehen. Da möchte man echt ein bisschen ruhig bleiben, so bei dieser Atmosphäre. Ja, eigentlich sollten jetzt die letzten beiden Säulen aktiviert sein. Oh, wie cool. Ui. Das ist ja cool. Ich glaube, ein in Anführungszeichen Level haben wir geschafft.
warte auf mich. Okay, das wird nix. Ah, da. Okay. Kann das sein, dass es nur auf Zeit da steht? Na gut, wir sind weitergekommen. Ist ja schon süß gemacht. Hat er sich hier im Busch versteckt? Da um die Ecke ist noch einer. Hä? Oh. Wie jetzt? Jetzt, Alter, das war ja nervig. Okay, da hinten an der Wand. Ist ja genau das Gegenstück von dem gewesen. Hä? Okay. Ich würde sagen, wir pausieren hier, wa? Erster Eindruck? Sehr atmosphärisch. Sieht recht interessant aus. Schauen wir mal, wie es euch gefällt. Dann sagt das mal, schreibt das mal. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.